Herzlich willkommen zur Vorlesung KI für alle wieder. Heute geht es um Deep Learning. Ich erzähle Ihnen dann gleich, was das ist. Ein bisschen theoretisch, aber heute werden Sie all Ihr Wissen, was Sie damals in Mathe im Abitur gelernt haben, falls Sie Abitur gemacht haben, zum Thema Kurvendiskussion. Ja, das werden Sie also heute brauchen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wofür Sie eine Kurvendiskussion gebraucht haben, dieses Stichwort, das kommt heute vor. Zwar nur ganz kurz, aber es ist essentiell. Also die Frage ist, what is Deep Learning? Was ist das jetzt genau? Und die Antwort ungefähr ist, dass man sehr komplizierte Funktionen mit unglaublich vielen Parametern lernt. Ja, Parameter kann man sich so vorstellen wie Stellschrauben. Das ist so ähnlich wie, Sie wollen Radio hören, ja, dann haben Sie also Ihren Radioapparat da und um Ihren Radiosender zu finden, also ich nehme mal an, Sie kennen das noch von früher, dieses Gerät, was man so gehabt hat, da gibt es so ein Ding dran, an dem man drehen kann, an dem man die Frequenz vom Radiosender einstellen kann. Das ist sozusagen der Parameter von Ihrem Radio. Ja. Und indem Sie an diesem Parameter drehen, können Sie also verschiedene Funktionen implementieren, beziehungsweise verschiedene Radiosender hören. Ja. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, so ein neuronales Netz, ja, das hat halt ganz viele von diesen Dreheinstellungen. Das sieht also eher aus wie so ein großes Mischpult, ja, bei einem großen Konzert, wo Sie ganz viele Schieberegler und so kleine Drehregler haben. Und diese Drehregler und diese Schieberegler, das sind sozusagen die Parameter bei einem Konzert, so damit das gut klingt. Und die Trainingsdaten oder das Ding wird dann eingestellt mit den Ohren von der Ingenieurin, die davor sitzt, ja. Aber wir machen sozusagen sowas Ähnliches. Wir nehmen auch eine ganz komplizierte Funktion mit ganz vielen Stellschrauben und Schiebereglern und wollen die alle so einstellen, die Schieberegler, sodass sozusagen die Trainingsdaten irgendwie richtig klassifiziert werden zum Beispiel. Ja? Und Deep Learning bedeutet, dass man da besonders viele von diesen Parametern hat. Okay? Gut. Hier sind zwei Beispiele. Ja, das gibt es also schon ganz lange. 1998 gab es schon ein sehr gut funktionierendes neuronales Netz von Yann LeCun. Das ist einer der drei Leute, die auch in diesem Jahr einen Turing Award bekommen haben für ihre Arbeiten im Bereich Deep Learning. Ja. Und damit konnte man zum Beispiel Ziffern erkennen. Und das System war so gut, dass, ich weiß nicht, ein bestimmter Prozentteil aller Schecks in den USA, ich weiß nicht, 10%, 20% aller handgeschriebenen Schecks wurden mit diesem System also in den letzten 20 Jahren verarbeitet. Das ist also was, was wirklich funktioniert hat. Und Deep heißt jetzt hier, es gibt also einen Input und dann gibt es irgendwelche Funktionen, die zwischendurch ausgerechnet werden. Im Prinzip nur Plus und Mal und noch ein bisschen was anderes. Aber nicht viel mehr als Plus und Mal wird da ausgerechnet. Und am Ende gibt es einen Output. Und der Output könnten zum Beispiel Scores sein, also meinetwegen 10 Zahlen, ja, wo die einzelnen Zahlen dann sagen, wie sehr jetzt dieses neuronale Netz glaubt, ja, dass es eine Ziffer 0 ist, Ziffer 1, Ziffer 2, Ziffer 3. Ja, und das heißt deshalb dann Deep, weil es sozusagen so viele Zwischenschritte gibt. Das ist also nicht einfach so in einem Schritt erledigt mit einer Matrix-Vektor-Multiplikation, sondern es gibt sehr, sehr viele Zwischenschritte. Ja. Hier gab es zum Beispiel 10 Klassen für 10 Ziffern. Im Jahr 2012, da gab es eine große Challenge, also einen Wettbewerb mit 1000 Klassen. Da wurden also 1 Million Bilder oder noch mehr sozusagen aus dem Internet geladen und die waren alle klassifiziert. Da war dann mal ein Panda-Bär drauf oder ein Auto oder ein Flugzeug oder ein Schäferhund oder was weiß ich. Und es sollte sozusagen mit Machine Learning eine automatische Maschine gelernt werden, die alle möglichst viele von diesen Klassen lernt und dann die Bilderchen klassifizieren kann. Und der Gewinner im Jahr 2012 war ein Netzwerk von Krzyzewski et al. Einer der Co-Autoren ist ein weiterer Empfänger des Turing Awards, Geoffrey Hinton. Ja, und das war dann schon erheblich komplizierter. Sieht im Prinzip, ist es so wie dieses hier. Vorne kommt ein Bild rein und hinten kommt sozusagen so ein Vektor raus. Jetzt hier hat der die Größe 1000, weil es halt 1000 verschiedene Klassen gab. Hier hatte der halt die Größe 10 und das ist ein bisschen anders gemalt. Aber im Prinzip unglaublich viele Operationen, unglaublich viele Berechnungen, die so entlang des Weges gemacht werden. Aber alle diese Berechnungen, die gemacht werden, im Wesentlichen Plus und Mal. Viel mehr findet da also nicht statt. Und diese Netzwerke, die haben jetzt halt unglaublich viele Stellschrauben. Also in jedem dieser Schritte sozusagen gibt es hunderte von Parametern, die Sie also einstellen müssen. Also hunderte von Drehreglern, an denen Sie die Sache sozusagen optimieren können. Ja, das hat also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dieses Netzwerk für die 10 Ziffern hätte man natürlich auch auf 10 Buchstaben trainieren können. Dann haben Sie halt eine andere Einstellung. Oder dieses Netzwerk für 1000 Klassen von irgendwelchen Tieren und sonstigen Gegenständen hätte man vielleicht auch auf 1000 verschiedenen japanischen Buchstaben trainieren können. Dann hätten Sie wieder eine andere Einstellung. Ja, das ist also dann die
Einstellungsfrage, um halt verschiedene Funktionen zu implementieren.